Denk ich an meine Kindheit, spüre ich sofort Magie. Denn ich werde niemals müde von der Nostalgie. Noch vorhanden ist so vieles nicht, nur der Overhead-Projektor ist das, was geblieben ist. Denk ich an meine Kindheit, spüre ich sofort Magie. Denn ich werde niemals müde von der Nostalgie. Noch vorhanden ist so vieles nicht, nur der Overhead-Projektor ist das, was geblieben ist. Als RTL 2 noch kein ASI-TV war und man sich das Sparabo von Jamba gekauft hat, wegen begrenzten Zeichen haben wir vieles ausgelassen. HDGDL, das Weiterchatten im Plauderkasten oder bei ICQ, die lassen viel mehr Zeichen zu. Außerdem ist mein SMS-Speicher voll, frag mich, welche Nachrichten ich jetzt löschen soll. Freundschaftsbändchen hatten die meisten schon, doch einen Freund hatte jeder, und zwar MySpace Tom. Direkt nach der Schule spielten wir draußen und Stunden später ging's mit aufgeschürften Knien nach Hause. Wollte man sich sicher verstecken, baute man Burgen und Höhlen nur aus Kissen und Decken. Es gab viele Serien, die wir alle liebten, und ich schwöre, ich kenne immer noch die Titelmelodien. Noch heute schwärme ich von früher, denn wir waren wild, ganz egal ob Kerle oder Hühner. Denk ich an meine Kindheit, spüre ich sofort Magie, denn ich werde niemals müde von der Nostalgie. Noch vorhanden ist so vieles nicht, nur der Overhead-Projektor ist das, was geblieben ist. Denk ich an meine Kindheit, spüre ich sofort Magie, denn ich werde niemals müde von der Nostalgie. Noch vorhanden ist so vieles nicht, nur der Overhead-Projektor ist das, was geblieben ist. Die Schulranzenentwicklung war bei den meisten Stil echt. Erst Scout, dann For You und am Ende Eastpak. Android oder iPhone, so etwas war niemals trendy. Es gab nur eine Frage, Klapp- oder Schiebehandy. Tauschten Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten. Währenddessen war der Crazy Frog in den Charts drin. Alle kennen den Hintergrund vom Windows XP Desktop. Rest in Peace an tausenden Nintendogs. Musik auf selbstgebrannten und beschriebenen CDs. Und für nen Filmabend ging man vorher zur Videothek. Schauten auf röhren Fernsehern, die oft länger als breiter waren. Trugen Jogginghosen, die Knöpfe an der Seite hatten eine geflitscht bekommen. Vom Kaugummi-Elektroschock hat das Gesicht verziehen, wenn man wieder Center Shockers. Ja, ich schweck oft in dieser Zeit, will ne bunte Tüte und dazu die glibbrigen Slimes. Denk ich an meine Kindheit, spüre ich sofort Magie, denn ich werde niemals müde von der Nostalgie. Noch vorhanden ist so vieles nicht, nur der Overhead-Projektor ist das, was geblieben ist. Denk ich an meine Kindheit, spüre ich sofort Magie, denn ich werde niemals müde von der Nostalgie. Noch vorhanden ist so vieles nicht, nur der Overhead-Projektor ist das, was geblieben ist.